Wie gut ist die Mattepaste Monarch von Blumann? Kommen wir als erstes zu der Verpackung. Ich habe jetzt hier die Mini-Größe aus dem Discovery Kit in der Hand, bewerte aber die normale Verpackung, wenn man das Produkt in einer normalen, regulären Größe bestellt. Ich habe davon ja auch schon ein paar in der Vergangenheit getestet, deshalb kann ich es an dieser Stelle sehr gut bewerten. Also ich finde es einfach nice, dass hier sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat um die Verpackung, ist in sich stimmig mit der Umverpackung etc. Das sieht einfach sehr nice aus. Auch wenn der Artikel nicht ganz so wertig ist, gibt es an dieser Stelle eine gute Punktzahl. Kommen wir zum Geruch. Das Produkt riecht frisch. Dezent, schwer definierbar, aber gefällt mir gut. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 80% der Inhaltsstoffe sind gut, 20% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem hohen bis mittelmäßigen Halt, einem matten Finish und jeder Menge Textur. Ob das wirklich hier drin ist, das finden wir jetzt heraus. Meine Vorhaarfrisur sieht vor dem Styling aktuell wie folgt aus. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Das Produkt ist weich, dennoch relativ dick von der Konsistenz her. Man kann es sich einfach so vorstellen, wie so eine dicke, schöne, weiche Paste. Deshalb bekommt man das Produkt auch sehr gut aus dem Tiegel heraus und man kann das wirklich hervorragend in seinen Händen verteilen. Wenn man das Produkt in den Händen verteilt, dann wird es einfach eher so ein bisschen weiß-gräulich und wenn man ein bisschen weiter reibt, dann verschwindet das Produkt vollständig und genau so soll es an dieser Stelle auch sein. Kommen wir zum Styling. Mittlerweile brauche ich tatsächlich ein kurzes Pre-Styling, weil meine Haare immer wieder ein bisschen länger werden und zwar habe ich meine Haare als allererstes mal etwas angefeuchtet, dann habe ich 1-2 Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet, eine Scalette Brush dazu genommen und meine Haare erstmal ein wenig in Richtung geföhnt. Danach habe ich dann das komplett in meinen Händen verteilte Produkt in meine Haare eingearbeitet, später noch einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Haare etwas zu ordnen und das ging tatsächlich sehr gut von der Hand. Meine Nachher-Frisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Der Hersteller wird mit einem hohen bis mittelmäßigen Halt. Ich würde den Halt eher mittelmäßig ansiedeln. Ich habe an dieser Stelle auch nochmal mit Haarspray ein bisschen nachgeholfen, um meine Haare zu fixieren. Heißt, mittlerer Halt passt an dieser Stelle einfach ein bisschen besser. Kommen wir zum Finish. Mattes Finish steht drauf und genau das bekommt ihr auch an dieser Stelle. Und ich muss sagen, ich finde dieses Finish auch sehr gelungen. Ja, ist sehr natürlich, sehr matt. Wer darauf steht, wird mit dem Produkt auf jeden Fall happy sein. Kommen wir zur Auswaschbarkeit. Das Produkt lässt sich gut aus den Haaren herauswaschen. Wenn man, wie ich jetzt an dieser Stelle, noch Haarspray verwendet hat, dann braucht man auf jeden Fall Shampoo. Ansonsten bekommt ihr das Produkt auch nur mit Wasser aus den Haaren heraus. Kommen wir zum Preis des Produktes. Ich bewerte natürlich hier auch nur den Preis der regulären Größe. Ihr bekommt 74 Gramm von der Mattenpaste Monarch für 25 Euro und das ist an dieser Stelle tatsächlich auch ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis, weil man hier einfach eine richtig gute Leistung bekommt. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ja, als allererstes mal das Produkt kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen auf Grundlage der Performance-Punkte und aufgrund der Leistung. Aber für sehr dicke Haare, wie ich sie jetzt zum Beispiel habe, ist es nicht ideal, weil einfach im Laufe des Tages der Halt so ein bisschen abnimmt und deine Frisur dann so ein bisschen zusammenfällt. Aber für dünne bis normale, auch bis mittelmäßig dicke Haare, ja, kann man das Produkt auf jeden Fall empfehlen. Gerade die Leute, die ein sehr, sehr mattes, natürliches Finish haben wollen, viel Textur benötigen und gleichzeitig einfach auch ein Augenmerk auf die Inhaltsstoffe setzen, für die ist das Produkt auf jeden Fall eine sehr gute Option. Totale Punktzahl. Die Matte Paste Monarch von Blumann erhält 42 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.